Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Together Project RET. Wir sind immer noch in der Vorbereitung für Atlantis und zwar geht es heute um Applied Energistics. Ihr habt schon lange darauf gewartet und es kommt doch. Haha, wir kriegen das alles noch. Eine Grundvoraussetzung für die meisten Rezepte oder für viele Rezepte ist dieses Flux Crystal. Vorsicht, unglaublich hässlicher Sound. Bang! So, Nether Quartz, Zeitus Quartz, Redstone. Haben wir gar nicht auf Tasche. Außerdem hier. Nein, wir haben ganze Blöcke davon da. Haha. Und zwar, wir werden uns einfach mal hier 8 Blöcke davon. Und dann 8 Blöcke davon. Warum nur 8? Eigentlich Blödsinn. Nehmen wir uns nochmal hier mal einen kompletten Stack hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, sagte ich. Zack. So. Und auch hier. So. Schwupp. Weg damit. Okay. Also, Nether Quartz. Zeitus Quartz, Redstone. Nehmen wir uns mal komplett mit. So, was brauchten wir alles immer, um unser ME-Netzwerk zum Laufen zu bringen? Wir brauchten einen ME-Controller. Wieder der Sound, Vorsicht. Oh. Dazu brauchen wir Iron und diesen Advanced Prozessor. Ah, wenn ihr euch daran erinnert, wir haben das letzte Mal oder vorletzte Mal ein bisschen vorgebaut. Und zwar waren wir da bei Amiga zu Besuch und haben uns dann quasi ein bisschen seiner Maschinerie ein bisschen bemächtigt. Was ist bemächtigt? Ist ein Blödsinn. So, ein ME-Controller. So einfach ist das. So, sortieren wir das mal aus. ME-Controller. Dann haben wir uns entschieden, wir werden diesmal kein ME-Drive nehmen, sondern wir werden diesmal diese ME-Chests nehmen, wenn ich sie finde. Nein, Partition, da, hier, ME-Chest. Dazu brauchen wir Conversion Matrix und Glas. Habe ich noch Glas? Oh, Glas habe ich natürlich wieder nicht. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz. Hallo? Falsche Taste. Ja, Chest. Und die Conversion Matrix. Brauchen wir Flux Dust und Basic Processor. Naja, kriegen wir hin. Glas. Gut. Gehen wir mit dem Prozessor in der Hand durch die Gegend. Noch nie irgendwas von statischer Aufladung gehört? Naja, wurscht. So, eins der Glas. Das sollte fürs erste Mal reichen. Zur Not müssen wir nochmal zurücklaufen. Ist auch halb so wild. So. Hier. Genau. Und zwar für die Chest brauchen wir den hier. Oh, Flugstast. Entweder so oder so oder so. Zeitus Quartz, Nether Quartz Dust, Redstone. Hä, haben wir das da? Haben wir das da? Zeitus Quartz, Nether Quartz. Naja. So, die 64 und die 64. Schauen wir. Ja, ist gut. So, Shapeless, Maserator 1 zu 1. Thermocent Refuge 2. Ergibt Tiny Lithium Dust. Nö, uninteressant. Dann packen wir das mal in den Maserator. Hier. Nether Quartz und Zeitus Quartz. Halt, Zeitus Quartz brauchen wir gar nicht. Nether Quartz. Weil, während wir das hier laufen lassen, schauen wir nochmal schnell rüber. Ich glaube, das haben wir doch schon in fertiger Dustform da. Muss ich gleich mal gucken, aber ich glaube schon. Naja, guck mal hier. Schwupp, reicht. Können wir gleich hier lang gehen. So. Jetzt braucht ihr da unten natürlich wieder eine Zeit lang. Schauen wir nochmal, wie schnell das geht. Das geht aber sehr zäh. Gottes Willen. Naja, ich denke, da müssen wir ein bisschen warten.
Schauen wir uns einfach mal den Rest an, was wir da so brauchen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Power Relay, brauchen wir nicht. Wir wollen natürlich auch den Pattern Encoder. Dazu brauchen wir auch so eine Conversion Matrix. Dann brauchen wir noch Interface, noch nicht. Partition Editor. Brauchen wir auch so einen. Desktop Cable. MI Cable Standard. Nicht Dark, Standard. Brauchen wir auch das. Der läuft ja gerade durch. Dann schauen wir mal die 4K Storages. 1K. 16K. Was? Was? Gibt es da nichts mehr dazwischen? Doch, da, 4K. Storage Segment. Storage Cell. Cytos Quartz. Das haben wir doch eigentlich alles da, oder? Ja, haben wir da. Ja, haben wir da. Ja. Dann sollte man das vielleicht auch mal. Menschenskinder. Creative Cell, nein, 4K Storage hier. Hier, hier. Schwupp. Nein, wir haben keinen Redstone. So. Okay, also nochmal durchklicken. 1, 2, 3. 16 Stück. Mach mal. Dann machen wir das hier. Da kriegen wir nur 2 raus. Was fehlt uns denn da? Redstone fehlt uns da. Okay. Nehmen wir mal die 2. So, Redstone. Nochmal 2. War das jetzt richtig? Ach nein, das war falsch. Das war falsch. Hier waren wir doch noch daheim. Da waren wir noch daheim. Nochmal 3. Was? Schon wieder? Was fehlt uns denn schon wieder? Das ist ja. Redstone ist diesmal nicht. Haha. Cytos Quartz. Cytos Quartz. So. Schwupp. Ach. So. Und jetzt hier so, zack. Jetzt gehen uns gleich die Prozessoren aus, ne? Ja. Deswegen machen wir jetzt da nur noch 1, 2. Dann haben wir zumindest schon mal die ersten Blöcke zusammen. Komm, sortier mal richtig hier. Und dann können wir uns noch so eine zusammenbauen. 1. Jetzt haben wir 1, 2, 3. Ach komm, das reicht fürs. Fürs erste reicht das. Komm her. So. Packen wir die schon mal in die Kiste. 1, 2. Schade, dass die nicht stacken. Aber ich sag mal, 3 Stück für das erste wird es reichen. Auf Dauer natürlich nicht, ist klar. Wir sind hier immer ein bisschen großzügiger, was manche Sachen anbelangt. So, der Controller ist schon da. Gucken wir doch mal, wie weit wir da unten sind. Ja, hier. 14. Wer brüllt? Keiner. Na gut. Das dauert hier wieder. Haben wir nicht noch zufällig was? Irgendwo ein Upgrade-Modul drin? Da haben wir noch ein Upgrade-Modul drin. Overclocker. Wisst ihr was? Das packen wir jetzt einfach mal da rein. Zack. Jetzt sollte das eigentlich ein bisschen schneller gehen. 30% schneller, so ungefähr. Ach ja, haben wir noch eine andere Möglichkeit, das zu massakrieren? Eigentlich nicht, ne? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, ist gut. Da könnten wir es durchjagen. Nee. Maserator, Zentrifuge, Mixer, Rock Crusher.
Rock Crusher. Könnten wir doch gleich mal zu Trivulo schauen, ha? Lassen wir uns doch da einfach noch mal ein bisschen Netherquartz durchjagen. Das machen wir auch. Ha, das machen wir. Und natürlich ist Nacht, ne? Ja, war klar. So, sortieren wir nochmal unser Inventar. Naja, zu Trivulo. Trivulo wollte ich. Und bei Amiga könnten wir uns nochmal ein paar Basic-Prozessoren machen lassen. Redstone, Silikon, Gold. Silikon haben wir. Gold. Weil die sind jetzt schon fast alle, die noch nicht, aber die brauchen wir später. Wisst ihr was? Einmal Gold, einen Stack Redstone, die packen wir mal bei Amiga schnell rein. Silikon, Redstone, so, da haben wir nämlich die drei, die packen wir bei Amiga rein, genau. So, hier rein. Amiga, hier, Teil. Rein mit mir. So. Ich hoffe, er hat nichts. Also, das letzte Mal hat er nichts dagegen gehabt. Ich habe ihn danach nochmal gefragt. Also, es war kein Problem, dass wir bei ihm da was reingeschmissen haben. Eins. Das war falsch. Du nicht. Du. Basic Processor. Schaut mal an. Lassen wir es mal durchlaufen. Das waren wie viel? 64. Gut, 64 laufen hier durch. Das ist okay. Jetzt hoffe ich nur, dass er... Ja, sieht gut aus. Dass er hier einen Chunkloader drin hat. Ich glaube aber schon. Würde mich stark wundern. So, dann gehen wir mal zu Trivulo. Doyle. Und bei Trivulo werden wir uns mal seines Rock Crushers bemächtigen. Muss ich bloß wieder einen Rock Crusher finden, was gar nicht so einfach ist. Weil ich kenne mich bei ihm nämlich null aus. Wenn man sich hier null auskennt, hat man da echt große falsche Richtung. Hier? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Nein, sieht nicht danach aus. Ach ja, man müsste sich halt beim auskennen, aber egal. Ach, hier war's. Hier war's. Jawohl, hier muss man runter. Jawohl, kriegen wir alles. So. Rock Crusher. Gucken. Hat er hier irgendwo... Nein. Was ist denn das? Eine Sackmill. Na komm, wir schmeißen das hier. Moment. Netherquarz. Genau, Netherquarz war das. 64 Netherquarz. Schauen wir, ob das geht. Jawohl. Geht das auch schneller, wenn man es verteilt. Das war nicht der Rock Crusher, der das gemacht hat. Ich glaube, das war eine andere Maschine, die das so gemacht hatte. Dass sie mehrere Sachen gleichzeitig gemacht hat. Das war irgendein... ich weiß es nicht mehr. Egal, war auf jeden Fall auch Royal Craft. Gut, wollen wir dem jetzt hier zugucken? Eigentlich nein, ne? So, jetzt ist bloß noch die Frage, wo es hinpumpt. Ich hoffe da rein. Ja, macht er. Sehr brav. Gut, wisst ihr was? Dann nehmen wir uns nochmal. Dann lassen wir uns mal zwei Stacks durchlaufen. Das ist mir jetzt egal. So, muss er durch. Oh. Schauen wir uns währenddessen nochmal ganz kurz die Rezepte an. Also da haben wir noch ein paar Basic-Prozessoren, die gleich gebaut werden. So, was war es noch? Der Pattern Encoder, da brauchen wir diesen, das brauchen wir noch nicht. Access Terminal. Da brauchen wir auch die Conversion Matrix dazu. Und für die Kabel brauchen wir auch den Dust. Hey, da zack, da müssen wir uns noch einiges an Dust durchjagen. Gut. Ich sehe schon, das wird ein bisschen was werden. So. Haben wir alles da. Ja. Wie gesagt, müssen wir jetzt einfach abwarten. Jetzt haben wir noch ein paar Storage-Segmente, ein paar Storage-Cells. Das ist okay.
Wie weit ist er denn jetzt schon? Oh, das dauert, das dauert. Naja, gut. Sollen wir die schon mal mitnehmen? Ah. Wisst ihr was? Wir machen hier an der Stelle eine kurze Pause. Also, ihr macht ein paar Sekunden Pause, ich mache ein paar Minuten Pause. Und dann geht's gleich weiter. Okay, bis gleich. So, wieder zurück. Ich habe mir jetzt gerade eben hier noch die letzten Dusts rausgeholt. Bei Amiga brutzeln gerade noch ein paar Prozessoren. Ach, die lassen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen brutzeln. Das ist mir jetzt gerade nun egal. Ich hoffe, dass wir jetzt so zurechtkommen. Ich denke aber schon. So, schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. So, lass mich hier mal durchrennen. So, schon sind wir wieder da. Okay, also wir waren stehen geblieben bei diesen Conversion Matrixes. Da brauchen wir diesen Fluix Dust. Und den packen wir uns jetzt einfach mal hier rein. 6. Ach, für Redstone fehlt uns schon wieder. Gut, nehmen wir erstmal die. Dann packen wir einmal. So. Und Fluix Dust. Zack. Nehmen wir mal noch die 64. Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Egal. Jetzt haben wir die durchgenudelt. Jetzt brauchen wir die Conversion Matrixes. Oh, da fällt uns noch was. Basic Processor, Fluix Dust, Iron. Haben wir kein Iron mehr? Doch, Iron haben wir noch da. Zertus Quartz. Basic Prozessoren. Ah, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem hier oben. So. Also. Nein, das waren die falschen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Haben wir keinen Quarz mehr da? Bin ich jetzt blöd? Kein Netherquarz mehr? Uiuiuiuiui. Uiuiui, haben wir das schon wieder komplett verbraucht? Ja, anscheinend. Na gut. Holen wir uns halt hier nochmal ein paar Blöckchen. Block auf Quarz. Genau. Ich glaube, da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen was besorgen bei Gelegenheit. Aber nicht so schlimm. Kriegen wir alles. So, also. Okay. Zack, jetzt aber. Conversion Matrix. Dann machen wir uns einfach mal hier lockere 16 Stück, weil die werden wir wahrscheinlich brauchen. Inventory sortieren. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Halt. Dich und dich bitte auch noch. So. Wir waren stehen geblieben bei den ME-Chests. Ach, da brauchen wir noch Chests. Haben wir noch Eisen überhaupt am Mann? Ja, haben wir. Holz haben wir. 5 Stück, das klingt nach einem Plan. So. 5 ME-Chests. Das klingt nach einem Plan. Wir haben zwar jetzt noch nicht ganz so viele. Ja, da müsste ich dann noch hier noch ein paar Storage-Einheiten basteln, aber sollte doch eigentlich hier. Storage-Segment. Genau, noch ein Storage-Segment und aus dem Storage-Segment. Ja, das machen wir auch gleich noch. Machen wir uns nochmal so ein Storage-Segment. Segment, hier. Das machen wir uns gleich noch. Dann machen wir zumindest mal die 4K. 1, 2. So, das müsste eigentlich passen, oder? Jetzt müssen wir 5 und 5 haben. 5 und 5, genau. Damit können wir die ersten Kisten hier zumindest schon mal voll kriegen. So, dann brauchen wir kein Access Terminal, sondern ein Crafting Terminal. Dazu brauchen wir ein Crafting Table und ein Access Terminal. Na gut, brauchen wir doch ein Access Terminal. Und dafür brauchen wir Kabel. Na gut, dann machen wir uns das halt mal. ME-Kabel. 1, 2. Na,
Haben wir so wenig Flux, dass du so viel nicht Glas. Ich glaube, Glas ist unser Problem. Gut. Glas ist unser Problem. Access Terminal 1. So. Dann brauchen wir. So. Einen Crafting Table. Und damit müssen wir uns schon das Crafting Terminal bauen. Was fehlt uns? Glas haben wir. Das Access Terminal haben wir. Verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Komm, hau es da rein. So. Wir brauchen noch eine Storage Cell. Eine. Gut. Aber jetzt. Jawohl. Das Crafting Terminal haben wir auch. Packen wir gleich hier wieder mit rein. Crafting Terminal. Natürlich wollen wir uns das Leben leichter machen. Ganz klar. Dazu brauchen wir Crafting CPUs, Heat Vents, Assembler Containments und Pattern Provider. Pattern Provider. Da brauchen wir noch ein paar Storage Cells. Wir können uns keine Storage Cells bauen. Zatos Quartz Basic Processor. Haben wir doch alles da. Aber kein Redstone mehr. Machen wir uns mal zwei Blöcke. Zwei Stacks so. Na. Wie viel machen wir davon jetzt? Machen wir mal 16. Reicht uns der Netherquartz nicht ganz. Na gut, egal. Machen wir uns mal so viel, wie wir der Netherquartz jetzt gerade reicht. So. Ja, es ist Zertusquartz. Es ist Zertusquartz. Es ist Zertusquartz. Das war natürlich falsch. So. 15. Naja, nee, machen wir nicht ganz. Machen wir mal 10 nochmal. 10. So. So, clear. Dann. Conversion Matrixes haben wir noch. Welche auf Tasche? Gut. Crafting Tables brauchen wir. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt müssten wir eigentlich die da bauen können. Wieso nur 3? Was fehlt mir? Nehmen wir erstmal die drei, die wir kriegen können. Eisen, 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 Eisen. Tja. Und dann bauen wir uns jetzt noch ein und dann ist gut. Genau. Pattern Provider. Dann brauchen wir die Crafting CPUs. Glowstone. Na gut. Glowstone. Holen wir uns ein bisschen Glowstone. So, mal schauen. Haben wir da. Ist online, gut. Hallo Amiga, komm mal. Ich nehme gerade auf und lasse bei dir ein bisschen was brutzeln. So, dann Crafting CPUs. 1, 2, 3, 4. Ganz vorsichtig. Nur nicht zu viel davon machen. So, 4 und 4. Das ist das Innenleben quasi. 4 und 4. Und jetzt brauchen wir das Außenleben. Für das Außenleben. Lift the game. Okay. Brauchen wir die Containment Wall. Gold und Eisen. Und Zatos Quartz.
Ach komm. Gold. Eisen. So. Containment. Wall. Hier. So, wie viel brauchen wir davon? Wir brauchen von der Containment Wall insgesamt 32. Was fehlt mir dann jetzt schon wieder? Zertusquarz haben wir da. Aha, Gold und Eisen schon wieder alle. Naja. Gold, Eisen. Und hier nochmal Containment Wall. Zack. Und nochmal 16 haben wir 32. Genau. Containment Walls 32. Passt. Und dann brauchen wir noch die Heat Vents. Da werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich noch Material brauchen. Iron Bars. Eisen und Kabel. Kabel. Schade. Kabel. Nein, nicht das da. Ich brauche das normale Kabel. Hier, Kabel. Eins, zwei. Reicht nicht. Das reicht nicht. Was fehlt? Glas. Glas ist aber kein Problem. Glas ist kein Problem. Glas ist kein Problem. Glas. So. Glas, 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 Glas. So. Flügstaste haben wir noch genügend da. Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen 24, das sollte fürs erste Mal zumindest genügen. Kabel müssen wir uns dann eh noch herstellen, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig im Moment. Ich bin ja so doof. War mein Eisen. Eisen, hier. So, 16. Wir brauchen 4 mal 1, 2, 3. Ach komm, 4 mal. Jetzt ist auch schon wurscht. Und dann holen wir uns nochmal ein Stack Eisen. So geht das Material wenigstens auch mal weg. So, Heat Vent. Das reicht mir aber nicht ganz. Ich brauche 24. Ha, cool. Die Iron Bars haben gar nicht gereicht. Also gut. Okay. Wir haben mal 16. Wir brauchen. So. Und nochmal 8. Das sind 24. Jawohl. Gut, gut im Kopf gerechnet. So, das ist also quasi unser Crafting-Gerät. Dann bräuchte man eigentlich noch Patterns, oder? Blank Pattern. Sollten wir uns vielleicht auch gleich noch welche machen, hätte ich gesagt. Schauen wir mal, was das jetzt mal war, weil ich habe schon lange nicht mehr ein Rezept reingeschaut. Ach du Scheiße, ihr habt doch wohl alle den AA offen. Tja, bleibt uns hier wohl nichts anderes übrig. So. 13. Tja, packen wir die auch mal gleich da rein. So, hatten wir den ME Chess, Crafting Table, ME Controller. Und dann brauchen wir noch den Pattern Encoder. Den hier. Conversion Matrix haben wir noch. So, und den ME Pattern Encoder. Pattern Encoder. Fehlt mir. Eisen. Eisen.
erstmal kurz erklären. Das ist von Dartcraft. Schau mal in die Config, da gibt es einen Schalter. So. Pattern Encoder. Auch den Hammer. Sehr schön. Das wird ja langsam. So, ich glaube, jetzt haben wir hier für unser erstes kleines Netzwerk doch schon ziemlich viel. Na, Kabel sollten wir uns noch ein paar machen. Ja, Kabel. So, machen wir uns hier nochmal ein paar ME-Kabel. Und da fällt uns wieder Glas. So. Könnte von der Konvertierung der Karte sein. So, jetzt backen wir uns nochmal schnell ein paar Kabelchen. Und dann haben wir doch eigentlich auch schon fast alles, was wir brauchen. Genau, halber Stick ist gut. So, sortieren wir hier mal. Kabel rein. Wir brauchen natürlich noch ein paar Import-Buses, Export-Buses und ein bisschen noch anderes Zeugs. Fürs Erste, ja, würde ich mal sagen, reicht das hier an dieser Stelle. Natürlich müssen wir das Zeugs auch alles aufbauen, ist ja ganz klar. Ne? Aber da kommen wir auf jeden Fall auch noch dazu. Aber nicht mehr in dieser Folge, in diesem Sinne. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.